Sehr geehrter Herr Senator Wolf, liebe Bascha, liebe Gäste. Als ich zuerst den Anruf mit der Mitteilung erhielt, dass ich in diesem Jahr den Berliner Frauenpreis erhalten würde, konnte ich es einfach nicht glauben. Julia wird sich noch gut daran erinnern. Ich muss sagen, sogar jetzt, wo ich hier stehe und es sich nicht mehr leugnen lässt, bleibt ein Gefühl des Unwirklichen. Ich freue mich sehr über diese Anerkennung für viele Jahre Engagement, das einmal als Einsatz für meine eigene Karriere begann, aber dann recht bald ein Einsatz für die Chancengleichheit aller Frauen wurde. Dass an diesem Tag der Auszeichnung so viele bekannte Gesichter unter den Gästen sind, freut mich besonders. Viele haben mich auf den verschiedensten Wegen begleitet, in Frauennetzwerken oder als Arbeitskollegen und Geschäftspartner. Es macht mich glücklich, dass viele meiner Freunde da sind, die mir häufig unter die Arme griffen, wenn mal ein Babysitter ausfiel oder ich moralische Unterstützung brauchte. Es macht mich glücklich, dass meine Familie hier ist. Mein Sohn Jakob, für den es wahrscheinlich nicht immer einfach war, eine beruflich und ehrenamtlich engagierte Mutter zu haben, aber der mich dennoch nicht für eine Rabenmutter hält und der stolz auf seine Mama ist. Er war und ist mir immer das Wichtigste im Leben und ich glaube, das weiß er auch. Meine Eltern sind aus Münchenberg gekommen, der brandenburgischen Kleinstadt, in der ich aufwuchs. Ihnen verdanke ich eigentlich meine ganze soziale Prägung. Meine Kämpfernatur und das starke Rückgrat, ohne dass die eine oder andere Herausforderung nicht zu schaffen gewesen wäre. Meine Mutter hat mir schon als Kind viel über Matriarchate erzählt. Sie ist Kunstwissenschaftlerin und hat meinen Blick auf das historische Unrecht gelenkt, das Frauen zu allen Zeiten und auf allen Kontinenten geschah. Sie hat mich aufmerksam gemacht dafür, Unrecht zu erkennen und mir auch beigebracht, dass Sprache diskriminierend sein kann und dass man dabei auch auf Kleinigkeiten achten muss. Meine Mutter war nie ärgerlich, wenn ihre kleine Tochter zerzaust und schmutzig vom Spielen nach Hause kam, aber immer stolz, wenn sie aus dem Fenster mit ansah, wie ich mich wieder einmal heftig und erfolgreich körperlich gegen Übergriffe älterer Jungs zur Wehr setzte. Mit meinem Vater habe ich Bäume gerodet und Steine aus Kriegsruinen abgeklopft, um eine neue Garage zu bauen. Wir haben Holz gemeinsam gehackt und tonnenweise Kohlen geschippt. Ich lernte von ihm Drechseln mit aller Arten Kreis- und Bandsägen zu bedienen. Ich kletterte Bäume hoch und runter und leerte die Dachrinnen von toten Blättern, auch wenn es regnete, angeseilt und gehalten von meinem Vater. Er hat mich gelehrt, mutig zu sein und jede Menge Dinge zu tun, die üblicherweise kleine Mädchen nicht machen. Meine beiden Eltern habe ich auch immer für ihren Gerechtigkeitssinn bewundert. Sie haben sich schon zu DDR-Zeiten dafür eingesetzt, Missstände offen zu benennen und Veränderungen zu erreichen. Von ihnen habe ich gelernt, nicht klein beizugeben, nicht vor Hierarchien zu kuschen, Angst zu überwinden und das zu verteidigen, von dem ich denke, dass es gut und richtig ist. Niemals habe ich in meiner Kindheit hören müssen, dass ein Mädchen dies oder jenes nicht macht oder dies oder jenes schlechter kann als ein Junge. Auch später, als ich längst im Berufsleben stand und sich die Rabenmutter-Vorwürfe häuften, haben mir meine Eltern immer Rückhalt gegeben und mich darin bestärkt, in meinem Lebensweg genau so weiterzumachen. Wann immer ich in einer Rede oder in einem Artikel Forderungen nach Quoten aufstellte, Ungleichbehandlungen anprangerte oder die Abschaffung des Ehegattensplittings forderte, waren meine Eltern stolz auf mich. Was aus mir geworden ist, verdanke ich ihnen. Ohne sie hätte ich nicht den Ehrgeiz entwickelt, das Durchhaltevermögen und den Willen dazu, die Welt ein klein wenig zu verbessern und offensiv gegen Unrecht anzutreten. Hinter einer erfolgreichen Frau steht jedoch häufig auch ein starker Mann. Meine private Biografie ist wechselhaft und ich habe auch erlebt, was es heißt, alleinerziehend Managerin zu sein. Es gibt wahrlich einfachere Situationen im Leben einer Frau. Aber inzwischen genieße ich den Luxus, einen Mann an meiner Seite zu wissen, der nicht nur toleriert, was ich mache, sondern mein Tun mit Freude und mit Anerkennung begleitet. Ich habe einen Gefährten, der neben mir steht, wann immer ich Unterstützung brauche
und den ich nie darum bitten muss, weil er immer von selbst sieht, wann Hilfe nötig ist. Einen Mann, der immer eine Frau wollte, die nicht nur Ausstellungsgegenstand im eigenen Leben ist und Erziehungsperson für die Kinder, sondern eine Frau, die denken kann und will, die kämpfen kann und will und die mit Leidenschaft und Gerechtigkeitssinn durch die Welt geht, genauso wie er auch. Ich erlebe das seltene Glück einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Luxus ist wohl tatsächlich das passendste Wort dafür. Noch vor einem Jahr hätte ich gedacht, so einen Mann gibt es nicht, aber offenbar habe ich mich geirrt. Es macht mich dankbar und glücklich, dass er für mich da ist und heute Abend auf seine zukünftige Frau stolz sein kann. Lieber Daniel, lieber Jakob, liebe Eltern, liebe Freunde und liebe Gäste, euch, Ihnen allen ein herzliches Dankeschön, dass wir diesen Abend gemeinsam feiern können. Ich möchte diesen Abend jedoch nicht nur für Danksagungen nutzen, sondern auch in ganz eigener Sache für ein Projekt werben, das ich mit Herz und Seele unterstütze. Das Preisgeld von 2.600 Euro möchte ich diesem Projekt spenden, dem Barefoot College in Rajasthan in Indien. In diesem Ausbildungs- und Arbeitszentrum für die Ärmsten der Armen im ländlichen Indien werden unter anderem Analphabetinnen aus verschiedenen Ländern der Dritten Welt zu Solaringenieurinnen ausgebildet. Nach einer 6-monatigen Ausbildung gehen diese Mütter und Großmütter zurück in ihre Dörfer und solarelektrifizieren jedes Haus in ihrem Heimatdorf. Sie bleiben zuständig für die Wartung und Reparaturen des Solarstromsystems und leben von den monatlichen Entgelten, die sie dafür erhalten. Vorher wurde in diesen Dörfern Kerosin verbrannt, um Licht zu erzeugen. Dieses Kerosin wurde oft 20 Kilometer weit auf dem Rücken getragen. Es erzeugt giftige Dämpfe und obendrein kostet eine Kilowattstunde 6 Euro. Viel zu viel, um zum Beispiel damit Kindern Licht zum Lesen zu spenden oder abends Handarbeiten für einen Zuverdienst zu fertigen. Mit Solarlicht fällt diese Schlepperei weg. Eine Kilowattstunde kostet nur noch 60 Cent. Und Kinder, die tagsüber arbeiten müssen, können endlich lesen und schreiben lernen. Mit Solarlampen. Solarstrom betreibt auch Dorfbrunnen, sodass auch das Wassertragen wegfallen kann. Viel Zeit wird gespart und steht für andere, wertschöpfendere Tätigkeiten zur Verfügung. Die Lebensqualität im ganzen Dorf verbessert sich schlagartig. Die Solaringenieurinnen genießen einen hohen Stellenwert in der Gemeinschaft. Die Umwelt wird geschont, weil kein Kerosin mehr verbrannt wird und die Abholzung gestoppt wird. Gesparte Zeit und gespartes Geld fließen in die Erhöhung des Lebensstandards, in Gesundheit und in Bildung der Familien. Im Barefoot College in Rajasthan wurden schon Hunderte von Solar Engineers ausgebildet, die in 20 Ländern Hunderte von Dörfern und Tausende von Häusern solar elektrifiziert haben. Im Dezember und Januar habe ich das Barefoot College selbst besucht und war beeindruckt davon, wie die Gemeinschaft dort funktioniert. Ich habe vor einem halben Jahr Banka Roy, den Gründer, kennengelernt und bin seitdem Botschafterin des Barefoot College. Ich möchte, dass dieses Preisgeld dazu beiträgt, mehr Solaringenieurinnen auszubilden, um die Welt dem Erreichen der Millenniumsziele näher zu bringen. Vata, eine junge Frau und Dokumentarfilmerin, meine Freundin, die in Tilonia im Barefoot College aufwuchs und heute dort lebt und arbeitet, ist nach Berlin gekommen, um diese Spende entgegenzunehmen. Es ist ihre erste Reise in ein Land der ersten Welt. Ich möchte nun Vata kurz auf die Bühne bitten.